Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in einer Vorschau und vorgestellt. Das ist Shop Tycoon, neues Spiel. Habe ich den Key bekommen. Danke dafür an die Entwickler. Ja, Einstellungen gibt es hier. Zum Glück deutsche Sprache. Man kann hier das Groß und Klein ziehen. Hier kann man die Lautstärke komplett oder Musik komplett ausmachen. Und hier unten kann man sie auch einzeln einstellen. Ich muss gleich gucken, ob es nicht zu laut ist. Das tue ich dann nachher noch nachregeln. Ja, da kann man beenden und das war's bei den Einstellungen. Hier sieht man Highscore noch, der empty ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Spiel mal an und das Ganze machen wir nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal rein. Neues Spiel. Okay, drei Einstellungen gibt's hier. Shop-Einstellung, Shop-Name, IRM. Kann ich den ändern? Ja, kann ich ändern. Dann nennen wir den As weiter. Nee, machen wir nicht GmbH. Machen wir EK. E.K. Kann das Punkt? Kann er. Punkt. Eingetragener Kaufmann. Fertig. Farbe ist rot, lassen wir. Supermarkt gibt's hier. Und normal, das ist normal. Da sind wohl irgendwelche Verbrecher, die da sind. Mittel, Hardcore. Hardcore ist noch ein Schloss vor. Normal. Mittel. Dann machen wir erstmal normal. Hier haben wir Supermarkt, Spieleshop geht nicht, Sexshop geht nicht, Wodka-Shop geht auch nicht, also nur der Supermarkt geht. Anleitung lassen wir mal an, weil wir ja nicht wissen, wie es geht. Und dann würde ich sagen, erstellen wir den Shop. Tippe, um Ihren Supermarktartikel in den Lagerraum aufzufüllen. Tippen Sie auf die Kasse, um die Warteschlange zu beschleunigen. Also da auffüllen und da muss man die ja irgendwie an der Kasse auch fertig kriegen. Aber das sind ja die Verbrecher, oder? Okay, erweitern Sie Ihren Supermarkt weiter, um die Bewertung zu erhöhen. Die höchste Bewertung kann die Gewinne vervielfachen. Da versteckt sich ein Verbrecher. Keine Ahnung, was das für eine Bewertung ist. Ihr Shop generiert Kosten. Jede Mal zahlen Sie Geld, dann Miete kein Geld. Es ist ein Spiel vorbei. Das Spiel ist vorbei, wird es heißen. Eine halbe Mille hier. Jahr, Monat, Woche. Dann die Minusgelder hier und dann ist Schluss. Merken, merken. Und das war's da schon. Hier oben haben wir nochmal das Menü, wie gehabt. Hier unten haben wir nochmal unsere Geldanzeige. Da haben wir die anderen beiden Werte und na, können wir nur starten machen. Ne? Da kommt schon der erste mit so einer Maske, den müssen wir wahrscheinlich können. Sie haben bereits Gang Bandit Co. kennengelernt. Sie sind sehr unhöflich. Sie werden sie stören. Sie haben das Fenster zerbrochen und sie werden das Glas später reparieren. Jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf den Laden. Der erste Kunde betritt den Laden. Beobachten Sie ihn. Da ist er, ja. Zum Glück keine Maske auf, also wohl ein normaler Kunde in Schwarz. Bestimmt eine Witwe oder ein Witwer. Okay, er geht da so rein, guckt sich dann um, geht durch die Reihen, geht nach da hinten. Information, erster Kunde sieht sich nur die Ware an. Denken Sie daran, Ihre Stände immer voll mit Produkten zu halten, also Regale. Okay, der hat jetzt nichts gekauft, oder? Noch nicht. Nicht. Der Kunde geht zur Kasse. Sie können dem Mitarbeiter helfen, indem Sie auf dem Kassierer klicken, wenn Sie den Fortschrittsbalken sehen. Das wird die Schlange beschleunigen. Okay. Also die Schlange verkürzen, indem wir schneller oder der schneller arbeitet. Hat er jetzt hier was rausgenommen? Weiß ich nicht. So, jetzt kann ich auf den Kassierer klicken. Passiert aber nichts. Ah, auf dem Counter, wa? Aber wir brauchen mehr Kunden. Wollen Sie jetzt parken? Auf der linken Seite, wo das Logo des Geschäfts klicken. Sie auf das Plus. Ja, gut. Dann klicken wir aufs Plus. Okay. Super, wir haben einen Parkplatz. Lassen Sie uns versuchen, den Parkplatz zu vergrößern. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Menü und dann auf die Shop vergrößern. Okay. Klicken Sie auf das Symbol Shop aktualisieren. Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Dollar und erhöhen Sie den Park auf Stufe 4. Denken Sie daran, wenn Sie die Stufe erhöhen, erhöhen Sie die Betriebskosten des Geschäfts. Ach da. Klicken Sie und halten Sie den linken Mauszeiger, um den Level zu erhöhen. Sie können auch das Automodus einschalten, indem Sie die rechte Taste drücken. Nee, will ich nicht. Ich mache einfach nur... Ach so. Alles klar, aber es sind wohl nur drei Parkplätze dazugekommen. Ja, dann reicht das ja erstmal, ne?
Gut, die kaufen wir jetzt ein. Das Tutorial sagt mir, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Dollar und erhöhen Sie den Park auf, ach, Stufe 4. Da muss ich da wohl nochmal dran. Ich habe nur Stufe 3, muss ich Stufe 4 machen. Also ich kann das auch einzeln hoch machen oder dauerhaft, indem ich ausgenutzt, Sie haben einen Parkplatz gebaut. Jetzt können hier Kunden Autos parken. Schließen Sie auf alle Fenster. Gut, habe ich gemacht. Bauen Sie jetzt eine Autoflotte auf. Ich meine Lebensmittellieferung. Da oben ist das Plus. Okay, haben wir. Klicken Sie auf das Auto und erhalten Sie Geld. Cool. Gehen Sie in das Menü und erhöhen Sie die Lieferung auf Stufe 3. Du brauchst mehr Transportwagen. Ja, wahrscheinlich hier. Dann Liefer da. Ich muss 3 haben, oder? Genug. Schließen Sie alle Fenster und klicken Sie auf das Auto und erhalten Sie das Geld der Bruder. Okay, also du weißt, wie man spielt. Ich gehe jetzt da. Du bist jetzt der Bass. Boss, mein Vorschlag, gehen Sie ins Menü und leveln Sie einige Dinge im Laden auf. Zum Beispiel Marketing auf Level 10. Erweitern Sie Ihren Laden und achten Sie auf verdächtige Personen im Laden und erhöhen Sie Ihren Gewinn. Denken Sie auch an die Inflationsrate-Statistik. Was Sie jetzt kaufen, wird billiger sein als zum Beispiel vor 3 Jahren. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, besuchen Sie das Spieleforum und stellen Sie Fragen. Okay? Statistik, Artikel, Mitarbeiterkarte, Qualität, Ankündigung, Shopkette, Verkauf. Ah, da ist das Marketing. Dann machen wir das doch mal auf 10, so wie die gerade gesagt haben, oder? So, dann haben wir das. Schließen wir das. Können hier die 3 LKWs nehmen. Was ist das hier für ein Pluszeichen? Ah, ein Lager, okay. Was ist hier? Security Zimmer, sie haben kein Geld. Okay, das reicht nicht. Was ist hier? Ein Büromanager, auch nicht. Ja, wir wollen jetzt hier. Okay, die Kasse ist am Counter, müssen wir hier die beschleunigen. Das sieht alles erstmal gut aus. Das haben wir repariert. Dann sieht das auch schöner aus. Die fahren alle weg. Hier werden jetzt Wagen. Okay, da kann ich aber nichts machen. Ach, hier kann man noch ein Personal einstellen. Lagerverwalter. Okay, habe ich einen. Dann mache ich da auch noch einen hin und stelle noch einen ein, weil ich glaube, das ist bestimmt gut, wenn das hier voll ist. Ja, hier sind ja auch keine Zeichen. Ja, schmeißen Sie ihn aus dem Laden raus. Ein Bandit ist ein Dieb, der keine Gnade kennt. Werfen Sie ihn und seine Freunde aus dem Laden. Es ist Krieg. Okay. So, die sind weg. Hier habe ich aber noch keinen, ne, oder? Was ist das hier? Ein Bankomat platzieren. Ich glaube, so viel Geld habe ich vielleicht gar nicht, ne? Ah, hier ist was leer, da kann ich jetzt was tun. Könnt ihr da mal was machen? Ich weiß nicht. Ah, jetzt hat es geklappt. Jetzt bringen die da was hin. Okay. Der auch, bitte. Okay, die laufen durch. Sieht erstmal gut aus, oder? Gut. Die machen die Geschäfte wieder voll. Das ist auch gut. Hier oben ist auch ein Wagen gekommen. Wie viel Geld haben wir denn da? 51 Miese, das ist schlecht. Weg da mit dir. Was war Ding, 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 Ding? Hier oben kriege ich Geld oder was habe ich das verstanden? Autos, Parkplätze. Vielleicht sollen wir mehr Parkplätze haben, kommen auch mehr Kunden, oder? Hier oben war das. Ebene 6. Lassen wir so. Okay. Sollte man noch einen einstellen? Ne, ich glaube erstmal nicht, ne? Ist das hier ein Verbrecher? Ja. Raus mit dir. Da und da. Ich weiß nicht, ob wir da Geld kriegen oder nicht. Achso, da unten links vielleicht. Aber hier gibt es keine Kühlsachen mehr. Die müssen wir auch schnell haben. Der lädt aus, oder was? Noch läuft alles irgendwo im Bereich. Da kann ich noch nicht. Okay, das ist alles gut. Was haben wir hier? Eine Bushaltestelle bauen, okay. Ich glaube, da haben wir noch nicht Geld genug für. 15.000. Wir haben da irgendwie 72.000 Miese.
Links sind aber 10.000 plus. Regale sind alle voll, das ist schon mal gut. Kein Verbrecher da, das ist auch gut. Autos stehen da 2, 4, 6. Da war gerade ein Jingle. Ah, okay, das war wahrscheinlich für den. Ah ja, das sind die Jingle, wenn was leer ist. Gut, an der Kasse helfen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ein bisschen klicken und das läuft, ne? Weiß ich nicht, ob das jetzt das Ziel des Spiels ist. Andere Musik haben wir jetzt auch noch. Wie ist die Zufriedenheit? Da unten sind 2 Sterne. Okay, was ist das hier? Die Kasse, okay. Ja, da wieder machen. Und hier werden die Pakete leer. Da müssen wir nachher gucken, dass das alles richtig läuft. Da noch ein LKW. Und da ist noch ein LKW. Da ist aufgefüllt worden, das ist gut. Keiner hier, da ist leer. Jetzt kommen neue Kunden. Hier oben müssen wir auch klicken. Dann kommen neue Ware, okay. Hier kommt auch noch ein LKW. Die bringen Sachen. Ah, das lädt lange. Das heißt, ich mache mal hier schnell noch einen rein. Da oben ist noch ein LKW weg. Es jingelt irgendwie gut. Das ist ein Verbrecher, oder? Ja. Okay. Wir haben da unten 20.000 Kredit, ist mehr. Also 72 haben wir wohl Kredit. Ist das ein Verbrecher? Nee. Oh, da ist was leer. Da auch. 4. Kein Verbrecher da. Hier ist ein Regal leer. Hier oben stehen 2 LKWs, die weg müssen. Da ist was leer. Ja, macht einen guten Eindruck gerade, oder? Dieses Ding, 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 Ding. Ist das der LKW? Jetzt bringen die wieder Ware. Das ist gut so. Das war jetzt was für ein Symbol gerade? Ja, alle 3 sind raus. Hier gibt es wieder leere Sachen. Das wird schon aufgefüllt wohl. Da ist auch leer. Kann man hier schon was anklicken? Oh, kann man was kaufen? 3,5, dann nehmen wir das. Okay. Ich weiß nicht, was hier ist. Kann man das abbezahlen? Oder ist das der Laden wert? Okay, das hat geklappt. Hier ist noch was leer. Ah, da ist er. Ja, kannst draußen bleiben. Dich wollen wir ja nicht. Hier oben die 3 LKWs müssen weg. Ja. Da ist einer, hat sich da reingeschmuggelt. Shit, den kriege ich jetzt da nicht raus, oder wie ist das? Okay. Kriege ich den? Finde ich den? Ach guck mal, da habe ich was Neues gemacht. Dann kann ich das da auch kaufen. Kriege ich den Verbrecher hier irgendwo noch raus? Hm, wo ist der? Der sabotiert meinen Laden bestimmt, oder? Der LKW ist weg. Die haben schon genug. Kriege ich den irgendwie? Das ist die Frage. Ich habe ihn hier gesehen, ne? Das ist jetzt nicht so schön, ne? Kriege ich das Regal auch? Kann ich auch noch kaufen. Ich weiß jetzt nicht, was gut oder schlecht ist, ne? Da ist wieder leer. Da ist auch leer. Verbrecher kommen gerade nicht rein, aber einer ist ja irgendwo noch drin, ne? Den müsste ich noch irgendwie kriegen. 100 Errungenschaft, keine Ahnung, für die gut ist. Die LKWs wieder wegschicken. Ich weiß nicht, hier dieses Geld hier, was damit ist. F
15.000 könnte ich kaufen, mache ich mal. Mal gucken, was passiert. Ware nachliefern, da oben kommen die drei LKWs rein. Der hat keine Maske auf, ist also kein Böser. Ja, Click und Die, oder was ist das hier für ein Spiel? Also intuitiv ist da jetzt nichts mehr dran, merke ich gerade, weil du klickst einfach auf irgendwelche Symbole und alles ist gut, oder was? Ja, das ist jetzt nicht so der Bringer, oder? Mal sehen, ob das Spiel noch irgendwas für uns über hat nachher. Ja, einmal klicken hier, kann ich noch einen zweiten Counter kaufen. Personal einstellen und dann läuft's, oder was? Dann gehen wir hier mal hin, mal gucken, was es hier noch so gibt. Also, wir können ja definitiv hier noch Parkplätze machen dann. Okay, ich weiß jetzt nicht. Dann haben wir kein Geld mehr. Kredit ist dann alle, oder was? Ja, wir müssen jetzt aber ganz schnell hier gerade Ware nachfordern. Das läuft natürlich langsam gerade, was wir hier basteln. Okay. Wir haben jetzt noch ein Geschäft, also einen Parkplatzlob dazu gekriegt, ne? Es hat noch keiner irgendwie eine Meinung, oder? Habe ich da was übersehen? Läuft hier, ja. Die laufen noch durch den Laden. Hier ist was leer. Da oben kommt ein LKW. Der kann schon wieder fahren. Die sind weg. Hier ist was leer. Da ist was leer. Da ist auch noch was leer. Da ist was leer. Und da ist nicht leer. Da ist leer. Da war gerade irgendwie ein. Ja, läuft erstmal, ne, oder? Aber was ist das Ziel? Das ist die Frage. Reiter, Assreiter EK. Steht auf den LKWs, ne? Hier ist ein Verbrecher, oder? Ja. Tschüss. Hier geht auch einer bezahlen. Okay. Ich glaube, wenn ich hier drauf klicke, gibt es das Geld, oder? Okay. Da ist was leer. Ja, es ist intuitives Spiel, ne? Muss man sagen, ne? Da oben, der kann weg. War hier noch irgendwas? Oh, da oben ist noch was. So, jetzt mal schnell hier reingeguckt. Statistiken, Extras, Artikel. Okay, da gibt es auch noch tausend andere Sachen. Shopkette. Ach, da kann ich noch mehrere Shops aufmachen. Und die schaffe ich dann aber alle gar nicht zu machen, oder? Da wird geliefert. Und hier ist ganz dringend was zu machen. Weil sonst kriegen wir keine Ware hier rein. So. So, das läuft. Hier ist er. Kriege ich den noch irgendwie gepackt? Ich glaube nicht. Schade. Hallo, Liebes, du kannst 10.000 bekommen. Schicke mir mal einfach 1 Million. Ich kümmere mich um deinen ganzen Papierkram. Habe ich 10.000? Machen wir doch mal, oder? Es war ein niedriger Betrug. Sie haben verloren. Ah, shit. Ja, dann habe ich meine Kohle gerade aus dem Fenster geschmissen, ne? Ich glaube, ich muss immer die LKWs, die da oben ankommen, ganz schnell klicken, weil die bringen das Geld. Das läuft erstmal. So, hier ist erstmal alles gut. Da ist noch ein Regal leer, da gibt's Geld. Ja, es läuft erstmal. Da ist auch noch was leer. Sieht doch erstmal gut aus hier, oder?
Hier kommt nichts rein, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit das hier noch geht. Und ob da irgendwie ein Level gleich zu Ende ist oder was? Ich weiß es nicht. Zurzeit sieht es irgendwie mager aus. Da oben steht noch ein LKW. Kriege ich den? Kriege ich den? Jetzt habe ich ihn erwischt. Der ist gar nicht erst reingekommen, der zweite zum Glück. Du hast eine Fernbedienung, nimmst du alles an? Das Geld wurde auf dein Konto überwiesen, 20.000, okay. Gut, das hat alles geklappt hier. Ich habe 20.000 dazu gekriegt. Bankomaten stellen wir da jetzt mal gerade hin. Jetzt haben wir dann ordentlich investiert. Das sieht alles gut aus. Dann kriegen wir noch ein bisschen Geld. War hier gerade ein Schwatter? Nein, war nicht. Da oben ist eine Fuhre aller. Da ist ein Regal aller. Da können wir Geld kriegen. Hier können wir einen rausjagen. Da können wir noch einen rausjagen. Das passt. Hier ist was leer. Da kommt ein LKW rein. Da oben ist die zweite Ware leer. Hier können wir einen abfertigen. Hier kriegen wir Geld. Da können wir abfertigen. Und da. Da holt einer Geld. Dann kann er noch ganz viel hier einkaufen gehen. Das läuft noch. Tschüss. Da gibt es wieder Geld. Da kommt der nächste LKW. Hier ist Ware alle. Überall ist Ware alle. Da ist der nächste. Kann gleich gehen. Ja, läuft erstmal, oder? Was machen wir jetzt? 28.000. Hier ist Pause. Dann können wir mal in Ruhe hier reingucken, oder? Shop aktualisieren, Marketing, Lebensmittellieferwagen. Können wir mal einen zukaufen, oder? Oder vielleicht auch zwei, macht ja Sinn, weil die gibt es ja Geld mit, oder? So, Statistiken. Geschäftstyp Supermarkt. Gibt es keine Statistiken zum Anklicken. Kann ich nichts anklicken. Extras, Körbe, Einkaufswagen, Ökotasche, WLAN, Mobilzahlung, Terminal, Clubcard. Okay, da kann man einiges machen. Günstigste sind Körbe, wir hätten das Geld. Körbe ermöglichen es Ihnen, mehr Waren zu laden, sodass Sie mehr Geld erhalten. Das ist auch eine Bequemlichkeit für Kunden. Möchten Sie einen Korb kaufen? Ja. Ah, die stehen jetzt da. Sehr schön. Mobilzahlen, Terminal, Clubcard, Kartenzahlung, Kamera. Das soll erstmal hier reichen. Dann Artikel, da gibt es noch Pillen, Essen, Ticket und Energiedrink. Kann ich das machen? Ja, Essen kann ja arbeiten, Hilfe. Ach, das ist für meine Leute, dann nehme ich das doch mal. Sie haben kein Geld. Okay, das geht dann nicht. Pillen können ihren Arbeitern helfen. Okay, dann nehmen wir die wenigstens. Jetzt haben wir noch 9.000. Karte? Ach so, das war das. Aktueller Geschäftsstandort. Geschäftsstandort wechseln. Werbebanner kaufen. Okay, da kann ich jetzt aber wahrscheinlich nichts machen, weil ich musste was kaufen. Das sind meine Mitarbeiter. Okay, die sehen so aus. Herbstverkauf, Sommerverkauf, Winterverkauf. Das ist so eine Marketingkampagne, denke ich mal, oder? Shopkette hatten wir schon. Da sind wir ja nicht. Ach, warte mal. Die Shopkette ist was anderes wie Karte. Das ist hier in der Stadt. Werbebanner kaufen könnte man hier. Geschäftsstandort wechseln. Okay, das müssen wir mal anders gucken. Qualität. Ach so, dann tue ich meine Qualität. Ach, hier, wir haben hier Punkte. Da gibt es so. Ja, dann hauen wir doch mal die Qualität hoch, oder? Dann Sicherheit. Machen wir auch mal höher. Dann machen wir hier noch 10 Punkte rein. Und im Preis machen wir auch noch 10 Punkte rein. Dann sind wir die schon mal los. Und hier Ankündigungen, Radio, Internet und TV. Und das machen nur die Verbrecher.
Lassen wir erstmal so, weil das Geld ist dann ja auch wieder knapp. Wir haben hier irgendwie 117 Miese. Ich weiß nicht, wie wir da rankommen. Ob man die irgendwo abbezahlen kann. Nee, hier wohl nicht. Ach, warte mal, hier geht's noch weiter. Produkte, Bus, Kassierer. Kann ich mehr Kassierern einkaufen oder das ist deren Gehalt? Okay, vielleicht kriegen wir da durch zufriedenere Kunden, die schneller sind, Kassierer, die schneller sind. Lager 3, okay, das kann man auch ausbauen. Stand kann man mit der Mitarbeiter. Ach, das sind hier die Leute wahrscheinlich, die Mitarbeiter. Und dann sind wir wieder in Punkt 1. Okay, gut, da müssen wir definitiv in der nächsten Vorstellung nochmal reinschauen hier, Vorschau, und schauen, dass wir das hier hinkriegen, oder? Machen wir gerade noch einmal weiter, dann machen wir das und das und das und das. Und dann machen wir eine Pause. Und ich weiß nicht, ob man abspeichern kann oder nicht. Das muss man dann mal sehen. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Dann spiele ich nächstes Mal so ein bisschen vor, dass wir das hier haben. Und dann kriegen wir das bestimmt in den Griff. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.